So, herzlich willkommen im Jahr 2023. Was haben wir denn vor dieses Jahr, alle, Rico? Erstmal frohes Neues. Erstmal ein Schluck Bier trinken, wa? Ja. Im neuen Jahr schmeckt das gesundes neues Jahr. Noch besser wie im letzten. Manchmal kriegen wir ja was von unseren Fans. Wenn wir natürlich dieses Jahr. Ich hab gedacht, das Brett fällt jetzt runter. Nee. Na, natürlich dieses Jahr hier so eine Box. Und dann habe ich noch von meinen Kollegen, habe ich jetzt ja nicht mitgebracht, siehst du, von meinen Kollegen habe ich auch noch was, drei Biere noch. Die müssen wir erstmal durchackern. Das ist aber auch immer eine harte Arbeit, sag ich dir. Ich sag dir, du. Ja. Das ist ja interessant. Das müssen wir mal durchmachen. Das war übrigens hier von dem Daniel. Grüße an Daniel. Genau. Das ist die anderen drei sind vom Yannick. Grüße auch an Yannick. Die Grüße raus, genau. Genau, also Bier testen wir natürlich dieses Jahr. Ja, also mit Rico geht das ohne anders. Was willst du mit ihm machen? Das Einzige, was der kann, ist Bier saufen. Ja. So, was machen wir noch dieses Jahr? Also ich habe auf jeden Fall noch vor, ein bisschen so Elektromobilität so zu testen. Elektroskateboard oder sowas. Vielleicht auch mal ein E-Bike. Ansonsten werden wir natürlich die Stinkefrucht, aber das werden wir dann bei Zeiten mal vorstellen. Zu Herrentag testen wir vielleicht mal ein bisschen Bierpong oder was. Irgendwas ausgefallen auf jeden Fall. Wenn ihr zum Beispiel Ideen habt für ausgefallene Sachen, dann schreibt es doch mal in die Kommentare, was wir so testen können. Was hatten wir noch gehabt letztes Jahr? Vielleicht machen wir ja dieses Jahr nochmal so ein Swiss-Streaming-Video, weil es so gut ankommt. Nö. Boah, hör mir auf. Nee, da fress ich ja lieber wieder Insekten, ey, ohne Scheiß. Ja, wenn du was Neues von Snack Insekts gibt, dann testen wir das natürlich auch. Ach ja, was natürlich auch kommt, ab und zu mal noch andere Sachen, die aber ein bisschen bekömmlicher sind. Was denn? Ich denke da an so einen Riegel, der viel Proteine hat zum Beispiel. Na? Oder ein Proteinshake, der nach Bier schmeckt. Zum Beispiel, ja, sowas, ne, in der Richtung. Also, wie gesagt, wenn ihr ausgefallene Ideen oder Sachen habt, dann schreibt es einfach mal in die Kommentare. Ich denke, dieses Jahr werden wir auch die 1000 Abonnenten schaffen. Und dann werden wir natürlich irgendein Gewinnspiel machen. Ja, auf jeden Fall. Ansonsten, vielleicht machen wir auch mal einen Livestream. Vielleicht auch schon zu Ostern. Aber spätestens zu Weihnachten mal wieder ein Paket verschicken. An die nettesten Hobby-Bier-Sommeliers, die wir so kennen. Mal kicken. Zum Beispiel. Genau. Dann wird vermutlich auch der Weihnachtsmann wieder vorbeikommen. Vielleicht dieses Jahr auch der Osterhase. Na, das hat mir gedacht, ja. Na, das wird ja interessant. Ja, ansonsten freuen wir uns natürlich dieses Jahr immer über Biervorschläge, die wir vielleicht mal. Der Kollege Ruß. Von mir, der hatte ja eine hervorragende Idee, ja, wenn ich so fell. Ja, also definitiv sehr, sehr gute Idee. Also ich bin mir ziemlich sicher, dass der Osterhase kommen wird dieses Jahr. Mhm. Ich würde uns besuchen, ich habe ihn schon geschrieben. Also, abonnieren, liken, teilen, kommentieren. Und dann freuen wir uns. Und das Allerwichtigste am Bier trinken ist, dass man das in Gesellschaft macht, dass es schmeckt. Das deutsche Reinheitsgebot? Das auch, bayerisch halt. Ah ja, stimmt. Dass man diesen Kanal hier abonniert, ist das Wichtigste am Bier trinken. Ist ja wohl klar. So sieht's aus. Und die anderen Kollegas auch hier. Genau. Bierprobierer und den Biervergleich. Gruß an alle, die einen Bierkanal haben. Ja, Gruß an alle Biertrinker. Zum Wohl und bis zum nächsten Mal. Ciao.